Es gibt Menschen, die sich für meinen Geschmack ein bisschen zu genau mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs befassen, bis hin zum Sammeln irgendwelcher Kriegsüberreste. Das ist mir ein bisschen suspekt, ehrlich gesagt. Wir wollen ja aus der Geschichte lernen und nicht einfach in ihr verharren. Aber grundsätzlich natürlich faszinierend, den Spuren der Vergangenheit zu begegnen. Zumal die ja überall lauern. Man muss sie gar nicht lange suchen oder gezielt sammeln. Es reicht ganz einfach, vor die Tür zu gehen. Auf Saarbrücker Spurensuche jetzt mit Florian Brunner. Gruselig und faszinierend. Noch über 70 Jahre nach Kriegsende ist der Saarbrücker Wald voll von Schützengräben und Bombentrichtern. Spurensucher Florian Brunner begegnet auch Eingängen zu Luftschutzstollen. Kennt man alles irgendwie, aber auch diese Pfeile haben es in sich. Und auch diese harmlos unscheinbaren Abdeckungen erzählen von einer düsteren Zeit. Nur was? Experten müssen her. Die kommen gleich zu dritt an die Saarbrücker Alte Feuerwache. Patrice Weinhans, Nicole Duval und ihr Sohn Florian. Zeig mal den Pfeil. Ja. Nicole und Patrice befassen sich intensiv mit den Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs. Auf was zeigen denn die Pfeile? Diese Pfeile im Speziellen, das ist jetzt ein Doppelpfeil, zeigt auf Luftschutzkeller, die sich in diesem Gebäude zur Zeit des Zweiten Weltkriegs befunden haben. Und warum hängen die hier auf Augenhöhe und nicht weiter oben? Der hat auch zwei Funktionen, dass er so groß ist. Aha. Zum einen, dass man diesen Pfeil findet, wenn man Schutz sucht. Und zum anderen, wenn der Angriff vorüber ist, weiß man ja nicht, wie hoch der Schuttberg eventuell liegt, dass man zumindest mal immer noch ein Stück erahnen kann, wo man dann weiß, da muss man eventuell graben, für noch Leute zu retten. Patrice Weinhans und Nicole Duval sind Denkmalschützer und dokumentieren den Westwall. Zum Beispiel diese Mauer in der Nähe des Deutsch-Französischen Gartens. Sie war gar keine Mauer, sondern eine 3 Meter hohe Betonrampe, die im Zweiten Weltkrieg Panzer aufhalten sollte. Diese Steine beim Saarbrücker Tabaksweiher hatten eine ähnliche Funktion. Zwischen ihnen sollten sich gegnerische Panzer so verkeilen, dass ein weiteres Vorrücken nach Deutschland unmöglich wird. Auf der anderen Saarseite gegenüber des Messegeländes stoßen Florian Brunner und seine Begleiter auf ein Objekt mit der Typbezeichnung Dividag. Zu Beginn des Krieges wurden viele solcher Kolosse noch aus Stahl gebaut, später dann wegen Stahlmangels in Beton gegossen. Das ist eine sogenannte Splitterschutzzelle, gedacht für 2, 3 Leute, die einfach hier bleiben müssen. Zum Beispiel Bahnwärter oder Menschen, die eine Lokomotive bedienen und die während eines Luftangriffes einfach nicht so schnell hier wegkommen können, um einen Bunker aufzusuchen. Und deshalb dann ein kleiner Splitterschutz, der auch schützt vor Luftdruck, aber nicht vor einem direkten Bombentreffer. Saarbrücken-Lerchesflur. Im deutsch-französischen Grenzgebiet gibt es nicht nur Überbleibsel der großen, blutigen Kriege. Auch der Kalte Krieg der 1960er Jahre hat seine Spuren hinterlassen. Hier stand eine Hochleistungssirene von 20 Metern Höhe. Und die sollte im Katastrophenfall die Bevölkerung lautstark warnen. Weiter geht's zum Saarbrücker Rodenhof. Hier finden die Spurensucher unscheinbare Abdeckungen. 3 Stück davon gibt es im Abstand von etwa 200 Metern. Erstaunlich. Sie liegen alle auf einer geraden Linie. Den Deckeln hier auf dem Rodenhof sieht man nicht im geringsten an, dass sie Teil eines sehr großen Lüftungssystems, eines wirklich riesigen Stollens sind, der in meinen Augen auch eines der geschichtsträchtigsten Orte von Saarland ist. Es handelt sich um den Saarbrücker Saarstollen. 2011 durfte Florian Brunner für ein Buchprojekt einsteigen. Eine einmalige Gelegenheit. 1882 wurde mit dem Bau begonnen. Ursprünglich, um Kohle zu transportieren. Doch dazu kam es nie. Im Zweiten Weltkrieg wurden die ersten 1000 Meter umfunktioniert, um Bahnreisenden Schutz zu bieten. Im Kalten Krieg wurde er zu einer modernen Zivilschutzanlage. Seine ursprüngliche Länge 17 Kilometer. Knapp 1/10 davon sind noch begehbar. Auf der Folsterhöhe zeigt uns Herr Meschle die nächste Spur. Wir sehen ihn jetzt netterweise schon. Wenn man ihn ausnahmsweise mal nicht findet, hilft noch die Klopfmethode. Da, wo es hohl ist, ist üblicherweise mein Deckel. Einer von 49 Notbrunnen, die es in Saarbrücken gibt.
Der Zweck dieser Brunnen war es, zu Zeiten des Kalten Krieges, im Fall eines Atomschlages oder Bombenkrieges, wenn die normale Trinkwasserversorgung defekt ist, über diese Notbrunnen der Bevölkerung noch Wasser zur Verfügung stellen zu können. Klack. Die Brunnen funktionieren noch, angetrieben durch eine elektrische Pumpe. Das Wasser müsste aber vor dem Trinken mit Chlortabletten versetzt werden, um Keime abzutöten. Würde das im Katastrophenfall funktionieren? Das würde funktionieren. Ja. Ein spannender Rundgang geht zu Ende. Faszinierend, welche Spuren die letzten Kriege in Saarbrücken hinterlassen haben. Davon gibt es heute gar nicht mehr so viel tastbare, lokal vorhandene Spuren, die man auch den Menschen und auch den jungen Menschen vor Ort zeigen kann. Auch wenn die Dinger nicht schön sind und auch wenn man das Gelände nicht richtig nutzen kann. Aber es ist zumindest da, es ist ein authentisches Stück der Geschichte und das soll man bewahren.